Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und ihr seid wieder mal in einem meiner Shopping-Haul-Videos gelandet. Ich habe mir nämlich neue Klamotten besorgt und ich hatte so eine Freude dran, dass ich direkt Instagram-Content, damit noch am selben Tag, wo ich das Paket erhalten habe, geshootet habe. Habe gleich irgendwie Content für 2 Jahre produziert, seht ihr demnächst auf meinem Instagram-Kanal. Und natürlich will ich daraus auch ein Shopping-Haul-YouTube-Video für euch machen. Genau, neue Klamotten, neue Modelle, neue Farben. Das eine sehen wir hier schon. Ich liebe ja dieses Khaki Dunkelgrün. Mehr dazu aber später hier in diesem Video. Genau, ich habe schon mal hier alles ein bisschen für euch vorbereitet und zeige euch jetzt mal, was alles neu ist. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben schon gesehen, dass ich diese tolle Farbe hier, Soft Khaki Marl, angekündigt habe. Ich habe es hier extra neben Grau gelegt, weil wenn ich es alleine zeige, sieht es aus wie Grau. Aber wenn es neben Grau ist, auf einem schwarzen Hintergrund, dann sieht man doch, dass das so ein wunderschönes Pastell Blaugrau ist, eben Soft Khaki Marl, wie sie es nennen. Was ich auch super, super schön dran finde, sind diese rose-goldenen Ösen hier. Ich werde die später gleich anziehen für euch oder eigentlich jetzt gleich anziehen für euch, dass ihr das auch sehen könnt, wie das aussieht. Dafür habe ich mir hier den Spiegel so hingestellt, dass ihr mich hier gut sehen könnt. Genau das habe ich euch vorhin schon ganz kurz gezeigt. Meine olivfarbene, dunkel-khaki Sportjacke gefällt mir mega, mega gut. Jetzt kommt natürlich ein Anruf rein, Moment. So, war ein wichtiger Anruf, wo war ich stehen geblieben? Bei dieser schönen Jacke hier. Aber ich glaube, die haben wir jetzt gesehen. Jetzt geht's direkt weiter zur nächsten. Das ist der mega schöne Pulli in dieser tollen Farbe. Man sieht auch gleich, der ist so ein bisschen easy peasy geschnitten, sage ich dem, so ganz locker. Hat hier unten auch keine Naht. Und hier innen ist der, kann man das sehen, so ganz weich. Und außen halt so. Also sehr schönes Material, stretch, bequem, gemütlich, locker. Und eben schönes Detail zu dieser Farbe Khaki Marl, die rose-goldenen Verschlüsse hier. Gleich mal zum Vergleich, derselbe hier in Grau. Dieselbe Farbe an den Verschlüssen, Rose Gold. Das ist meine Lieblingsfarbe, dieses helle Pastellblau, Khaki Marl Soft. Und hier so ein klassisches Sweater Grau, auch sehr schön. Die mit Abstand schönsten neuen Sachen der Kollektion sind diese hier. Die dritte Farbe habe ich gerade am Waschen, weil ich sie so fleißig trage. Ratet mal, was es für eine Farbe ist. Natürlich auch in dieser Farbe hier. Ich blende euch gleich mal ein Foto davon ein. Man sieht schon, das hier ist die Rückseite des Pullis. Also so sieht das hinten aus. Das ist hier so offen. Man sieht ja also an den Rücken. Und vorne ist es ein ganz klassischer, schöner Pulli. Hier ganz schön, schöner Schnitt, auch eher kurz, aber langärmlich und das liebe ich halt auch im Winter hier für die Daumen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ich es trage. So, schon nur einfach das. Ich finde dieser Schnitt so mega und hier diese Ärmel gefallen mir mega, mega, mega gut. Super praktisch im Winter. Der Kragen hier ganz, ganz schön ausgeschnitten, richtig schön feminin geschnitten, das Ganze hier bei den Schultern, der Kragen. Und jetzt natürlich das Tollste ist der Schnitt am Rücken. Dieser Pulli hier, definitiv mein Lieblingsteil. In Grau, aber am liebsten mag ich ihn in Soft Khaki Marl. Aber einfach hier der Schnitt, das Material, einfach ganz, ganz, ganz schön. Was ich auch toll finde bei den MyProtein Klamotten, es ist nicht einfach so ein riesen Logo. Ihr seht, das Logo ist ganz dezent hier auf dem Ärmel vorne.
Aber that's it. Ansonsten ist es wirklich einfach schön dezent gehalten, stylisch und nicht so, so kindergartenmäßig so ein riesen Logo. Und dann gibt es noch in dunkelblau einen neuen Pulli. Der ist jetzt ja ein bisschen größer vom Logo her, was ich sonst eigentlich nicht so mag. Hier stört's mich aber nicht so, weil wenn ihr hier genau hinschaut, das ist eigentlich so dunkelblau auf dunkelblau. Also auch sehr dezent gehalten, finde ich auch sehr schön, deswegen habe ich mir den auch bestellt. Aber ansonsten jetzt eher klassisch, also nichts mit rose-goldenen Ösen. Also wer es lieber ultra klassisch mag, der Pulli wäre auch neu. Hier haben wir drei Tanktops. Auch sehr speziell geschnitten am Rücken, seht ihr jetzt hier überhaupt gar nicht. Das zeige ich euch auch gleich, wenn ich es trage. Und hier passend zur ersten Jacke, die ich anhatte, die Leggings. Und ich lege die sehr gerne jetzt mal hier neben schwarz. Man sieht also, das ist wirklich so ein Olivgrün, so ein dunkles Khaki. Wenn man das alleine sieht, könnte man meinen, es sei schwarz. Ist aber nicht schwarz, also neben schwarz sieht man ganz klar den Unterschied. Passt perfekt zur ersten Jacke, habe ich euch auch noch ein Foto hier. Ja, dieser hier in meiner Lieblingsfarbe ist gerade in der Wäsche, weil ich ihn die ganze Zeit trage, weil ich ihn so sehr liebe. Deswegen seht ihr ihn jetzt hier leider nur in Grau und ja, auf dem Foto habe ich ihn in der Farbe für euch. Also das meine Empfehlung. Seid schnell, weil die sind sehr beliebt. Ich habe übrigens die Größe M in diesen Hoodies, weil ich mag das halt, wenn sie so ein bisschen überlang sind hier. Hier, die dürfen ein bisschen locker sein. Normalerweise trage ich ja die S, das wisst ihr ja schon, also Leggings und so trage ich überall S. Tops trage ich extra small, aber hier so Hoodies gehe ich lieber auf Nummer sicher, dass sie auch wirklich schön, bequem und kuschelig sind. Darf gerne eine M sein. Das neue Top habe ich jetzt hier mal in weiß für euch angezogen. Ihr seht, also ganz locker kann man Weihnachtsspeck, falls jemand damit zu kämpfen hat, wunderbar drunter verstecken. Und das Spezielle daran ist die Rückenansicht. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ist hier so getwistet. Wir schauen uns noch mal kurz hier an. Was mir halt auch gefällt, dass es nicht so einen tiefen Ausschnitt hat. Also wirklich, genau, sehr praktisch für den Sport, locker. Das Schöne hier, die Rückenansicht. Ja, ihr seht, es lohnt sich also definitiv, euch selbst noch schnell ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Es gibt ganz viele tolle neue Artikel und vor allem ultraschöne Farben. Ich muss es einfach nochmal erwähnen. Diese Farbe ist, glaube ich, die absolut schönste, die MyProtein jemals im Sortiment hatte. Plus toller Schnitt, also das mit diesem Rückenausschnitt ist ja der Hammer und einfach so bequemes Material. Ich liebe es. Wenn jemand von euch jetzt da auch gerne sich selbst noch ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, unter diesem Video findet ihr den Link zu meinem persönlichen Shop. Ich habe bei MyProtein einen persönlichen Shop, weil halt MyProtein so viele Produkte hat und ich wollte halt einfach einen Shop für euch, wo ihr alle meine Empfehlungen und meine Lieblingsprodukte von Supplements über Trainingsequipment und halt Sportkleidung, wo ihr einfach wirklich nur meine Empfehlungen und meine Favoriten findet. Natürlich könnt ihr von dort auch auf das gesamte Sortiment zugreifen, das MyProtein hat, aber so habt ihr ein bisschen eine gebündelte Übersicht und alles ein bisschen beisammen, was ich toll finde und was ich euch hier zeige. Also all diese Sachen in dem Link unter diesem Video. Und natürlich für euch noch ein Spezialrabatt, nur für meine Zuschauer. 20% auf alles, was ihr wollt mit dem Code ANJA20. Aber das alles erfährt ihr dann nochmal auf der Seite. Ja, ich hoffe, dieser kleine Shopping-Haul von meinen neuesten Lieblings-Sportklamotten hat euch gefallen. Ich bin ja jemand, ich trage nicht nur zum Sport Sportklamotten, mich sieht man eigentlich immer in Sportklamotten, weil Sportklamotten sind einfach so bequem und erst recht, wenn sie so schön stylisch sind, wieso nicht? Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr häufiger von mir sehen möchtet. Ich freue mich darauf, mit euch zu interagieren und euch weiterhin hier auf meinem Channel zu haben. Ich wünsche euch ganz schöne Festtage und bis bald, meine Lieben. Und was ich ja noch ganz vergessen habe, natürlich gibt es auch eine bequeme Trainerhose in dieser Farbe. Wer mag, kann das natürlich zusammen anziehen. Oder auch mit einem grauen Pullover oder so. Aber die Trainerhose auf jeden Fall gibt es auch in dieser schönen Farbe.